Lol, ich werde halt einfach beschossen. Lol, 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 lol. Ich hab's halt nicht gesehen, weil ich komplett braindead war. Haben wir. Grüße an die Katalina reingehauen. Let's go. In den Konvergenzpunkt warten und drauf sind wir. Drauf sind wir, haben wir. Schön. Bordschütze ist schon da. Bordschütze will es wissen. Bordschütze schießt frontal auf mich zu. Guckt's euch an. Die DB3 und ich, das Dreamteam. So. Bordschütze lädt jetzt erstmal nach. Der stürzt ab, oder? Geht der runter? Ne, die MiG-3 kommt jetzt zum Snacken. Boah. Wo ist sie, die DB3? Da hinten ist sie. Die will abhauen. Die rauscht ab. Die rauscht halt ab. Jawohl, Abschusshilfe, schön. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Warfunder Flugzeuge mit der deutschen Luftwaffe. Wir spielen Bodenangriff als Modus auf der Karte Großbritannien. Wir schnappen uns die Focke Wolf 190 A1, Battle Rating 3.7. Ich muss so schnell meine Ärmel hochkrempeln, damit ich da jetzt gleich mittendrin bin, statt nur dabei. Und wir steigen erstmal wieder empor. Gucken wir uns ja ganz an, was hier wieder passieren wird. Letzte Runde war ja übelst heftig einfach nur. Ging komplett ab, war ja komplett wild einfach. Und ja, jetzt werden wir mal gucken, was bei rumkommt. Ja, Bombardierungsziele. Wir haben keine Bomben dabei, wir haben nur Jäger mit. Aber wie gesagt, letzte Runde war halt komplett wild. Gucken wir uns das Ganze mal an, was bei rumkommt. Oh, muss man hier meinen Sessel hier noch ein bisschen weiter hoch. Jawohl, so ist gut. So passt das genau. Ja. Wir steigen erstmal auf eine beachtliche Höhe von, ich würde sagen, 4 Kilometern, also 4000 Meter. Werden uns dann ein bisschen umschauen, welche Ziele da auf uns zukommen. Da unten sind schon einige am Battlen. Wir fliegen nicht rüber zum gegnerischen Flugplatz. Ne, das machen wir nicht, weil dann kommt wieder die KI und rippt mich. Gottlos. Ne, wir gucken, dass wir da irgendwie uns ein Ziel aussuchen können, wo wir dann sagen, gut, das ist es worth. Können wir machen. Da unten geht schon wieder richtig ab. Was ist denn da alles los hier? P47. PBY, eine Katalina da hinten, oder? P18 wäre halt auch nice zu gönnen, aber... Oh, ich werde halt einfach beschossen. Lol, 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 lol. Ich hab's halt nicht gesehen, weil ich komplett braindead war. Lol, ich hab's halt wirklich nicht gesehen. Oh mein Gott, jetzt zählt's aber hier. Ich wollte eigentlich die Katalina nehmen. Aber, naja. Gut, das war dann etwas blöde eigentlich. Lol. Ja, 20G, einfach kommt der gottlos hoch. Hinten PBY, die werden wir uns jetzt einverleiben. Und zwar richtig gottlos, wenn wir da hinfliegen. Der hat einen Bordschützen drauf, das weiß ich, weil ich früher die Amis gespielt habe. Dementsprechend killt mich der vielleicht auch gleich einfach nur random. Haben wir. Grüße an die Katalina reingehauen. Let's go. DB3. DB3 auch ein amerikanischer Bomber, müsste das sein. Die Wellington unter uns. Die lassen wir mal außen vor, oder? Nehmen wir uns die Wellington? Wir nehmen uns die Wellington, komm. Komplett egal, von oben drauf auf den Bomber, let's go. Von hinten schön gefühlvoll annähern, in den Konvergenzpunkt warten und drauf sind wir. Drauf sind wir, haben wir, schön. Da war auch noch irgendwo die DB. Wo ist die DB? Wo ist die DB hingekommen? Wo ist sie denn? Die P47? Ne, die lassen wir. Also der linke Flügel ist schon mal komplett dead. DB3 da oben ist sie, guck. Guck dir das an. Die DB3. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen hinterher hustlen. Gewinnen wir ein bisschen an Speed. Können wir da noch ein bisschen was reißen? Ja, wir holen uns die auch noch, oder? B109 da unten, B25 da unten. So.
Jetzt ist die Frage, kommen wir da bedeutend dran, dass wir da was machen können? Wir sind komplett auf Bomberjagd aktuell eingestellt. Die steigt aber schön empor. Bordschütze ist schon da. Bordschütze will es wissen. Bordschütze schießt frontal auf mich zu. Guckt's euch an. Die DB3 und ich, das Dreamteam. So. Bordschütze lädt jetzt erstmal nach. Der stürzt ab, oder? Geht der runter? Ne, die MiG-3 kommt jetzt zum Snacken. Boah. Wo ist sie, die DB3? Da hinten ist sie. Die will abhauen. Die rauscht ab. Die rauscht halt ab. Jawohl, Abschusshilfe, schön. Gut, wir haben noch irgendwo einen B-52-Bomber irgendwo gesehen, oder? DB-7 kommt da auch noch lang. Was ist hier los? B-18, der ist 11 Kilometer weit weg, den holen wir uns nicht. Da unten haben wir die DB-7 am Start. Die wird halt auch gleich das zeitliche segnen, nehme ich mal an, oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ist der okay? DB7 komplett am Ausresten und am Eindrehen die ganze Zeit. Einen Treffer. 8G, 17G, 14G. Uiuiui, ui, ui, jetzt wird es hier kurz dunkel werden. Jawohl. Boah. Oh. 7G, 7G macht noch nichts. So, was passiert hier mit der DB7? Kommen wir da hin? Sie ist am Brennen, gottlos, wenn ich den jetzt abschieße und den Kill kriege. Ne, das wäre sehr gottlos. Mach ich aber. Weil mir komplett egal ist, was hier passiert. DB7 haben wir. B18, 3 Kilometer Höhe. Da kommen wir nicht so schnell hoch, ne? Da mühe ich mich hoch. So, Strömungsabriss ist da. Ja, moin. Das ist schon mal schlecht. Ich komme halt nicht weiter hoch, ne? Ich komme halt nicht weiter hoch. Die B18 da oben kämpft um alles. Corsa ist auch schon da dabei. Oh. B18B, die geht runter. Die geht runter, die geht steil. Die können wir uns auch holen. Oder? Oh, der ist schnell. Der ist sehr schnell. Der dreht sich aber in meine Richtung, oder? Komm schon. IL-2 ist dahinter. Eine unserer Basen wurde zerstört. Ja, es ist gleich vorbei mit der Runde, ne? 3 Kills, naja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das schlecht war. Oh lol, den hat es komplett zerrissen, einfach nur da unten. Okay, B-110 ist da hinten auch schon down. Okay. So, jetzt sind wir wieder im Getümmel, ne? Die Bombe so weit abgewehrt, hätte ich gesagt. Hätte ich fast behauptet, ehrlich gesagt. Boah, Junge, komplett zerrissen einfach. Sah gerade sehr, sehr wild aus. Da kommt mein Mate. Da kommen ganz viele lang geschallert. So, was macht die P39N? Die dreht sich auch ein, oder? Die dreht sich ein. Oh, auf mich knallt auch einer drauf. Aber. Oh, kritischer. Oh, ja, ich habe auch kritisch, ne? Eieiei. Abschusshilfe. LOL. Und der Flieger ist halt for real. Lieber explodiert. Ja, 3 zerstörte Luftziele. Also schon mal ganz okay gewesen. Für die erste. Oh, jetzt haben wir tatsächlich gewonnen, oder? Ist die Runde schon vorbei? Die Runde ist schon vorbei, lol. Ja, schönes Ding. Die Bombe hinten runtergeballert und dann war es halt auch schon. 10. im Team. Ja, ist jetzt nicht weltbewegend, aber wir haben den Verdoppler drauf durch Premium. Deshalb. Wir haben es gleich. Jo, 4.3 Belohnung erhalten. Was kriegen wir da? Okay, never mind. Ja, schöne Sache, ne? Schöne Sache. Hier können wir... Oh, 1394 Forschungspunkte. Was können wir jetzt hier machen? Neue Kanonen? Nee. Wir machen das hier noch. Können wir jetzt natürlich auch gönnen. Das hier machen wir auch noch. Boah, fast fertig. Lol. Ein Golden Eagle. Ja, moin. Gut. Das war's mit der Folge War Thunder. War eine interessante Bomberjagd. Ich sage immer danke fürs Dabeisein. Macht's nicht gut, macht's besser. Jetzt ab zu 1K. Tschüss.